Ein herzliches Willkommen zurück bei Rise of the Tomb Raider. Das Spiel hat mich passend genau hier, genau bei der nächsten Verbündeten-Quest rausgeschmissen. Die wir ja noch machen wollten, bevor es in der Hauptstoryline weitergeht. Und das ist ganz praktisch, da muss ich nicht laufen. Was kann ich tun? Die Eindringlinge haben etwas Neues, mit dem sie uns bedrohen. Kleine unbemannte Helikopter. Drohnen, wie man mir sagt. Die Dinger greifen nicht an, haben aber offenbar eine eingebaute Kamera. Sie kartografieren das Tal und wir verlieren unseren Vorteil. Ich habe schon ein paar runtergeholt, aber mit diesen Waffen werden sie bestimmt mehr Erfolg haben. Helfen Sie uns? Ja. Ich wette, ich kann ein paar davon runterholen. Je mehr, desto besser. Kommen Sie wieder, wenn die... Da war schon die erste. Okay, 4 Drohnen, ja. Kriegen wir hin. Hätte ich gar nicht gedacht, dass die Gegner hier Drohnen einsetzen. Hört man auch immer an dem lauten Geräusch, also die sind nicht zu verfehlen. Und natürlich, wenn man in den Himmel guckt, ne? Da schwebt nicht viel so weit oben, außer die Drohnen und ein paar Vögel. Achso, okay, es ist aber schon... Es ist schon so, dass ich an bestimmte Gebiete gehen muss und die Drohnen an bestimmten Gebieten rumfliegen. Und tatsächlich nicht einfach irgendwo. Und es sind scheinbar auch genau 4. Gut, die letzte ist da hinten. Oh Gott. Oh Gott. Wir sind schlauer jetzt. Gegen Wildtiere immer Bögen benutzen. Haben Sie sich um den Rest dieser... Ja. Ich glaube, ich habe alle erwischt. Das haben Sie. Vielleicht schicken sie mehr, aber wenigstens bremsen wir die Schweine aus. Vielen Dank für die Hilfe. Alter Hornbogen. In jeder Waffenkategorie sind verschiedene Waffen verfügbar. Jede Waffe hat einzigartige Vor- und Nachteile sowie ein eigenes Aussehen. Manche verfügen sogar über Exklusiv-Upgrade-Optionen. Alternative Waffen können in Basislagern über das Waffenmenü eingesehen werden. Das wissen wir schon. So, und ich weiß nicht, ich glaube, wir haben jetzt so ziemlich alles hier gemacht. Ne? Wir haben das Grab schon gemacht. Oh, hi. Wir haben das Grab schon gemacht, die... Warte mal. Ich glaube, das machen wir jetzt tatsächlich mal. Sorry, Wildschwein. Nichts gegen dich, aber die Fälle sind wirklich gut für die Upgrades. Ich muss aber nicht 10.000 Wildschweine hier jetzt killen. Da ist aber eine Höhle, da würde ich vielleicht ganz gerne reingehen. Tun die mir denn was, wenn ich hier einfach nur an denen vorbeilaufe? Nö, eigentlich in der Theorie sollten Wildschweine mir dann nichts tun. Ja, ich denke, wir haben einen Großteil der interessanten Orte dann hier gesehen. Es müssen nicht immer alle sein, wie gesagt. Da gibt es bestimmt noch mehr von solchen kleinen Höhlen oder irgendwie sowas. Ja, wir haben schon von allem zu viel. Kann schon gar nichts mehr tragen hier. Müssen mal größere Taschen irgendwie. Wow, von hier. Wow. What the fuck? Diesen Ausblick habe ich noch nie so wirklich wahrgenommen. Holy shit. Das ist insane. Ich habe erst gedacht, ich bin gerade völlig woanders rausgekommen, aber nee. So, und da müssen wir hin, ne? Hier ist auch tatsächlich das Ziel. Die Frage ist, wie komme ich denn dahin? Nicht durch rüberschwimmen, oder? Das kann ich mir kaum vorstellen, tatsächlich. Hier ist noch ein optionales Herausforderungsgrab? Nee, oder meint er das damit?
meint er das da? Das haben wir gemacht. Ich glaube, der meint einfach das damit, oder? Oder meint er das da hinten? Guck mal, da ist doch irgendwas. Nee, das ist ein anderes. Ach so. Ja, klar. Wahrscheinlich aus der Luft kommt. Da hinten ist noch ein Grab. Na schön. Ich meine, wenn mir das jetzt so vor die Nase springt, da kann ich jetzt wohl schlecht Nein sagen, oder? Da kann ich ganz schlecht Nein sagen. Die Frage ist, wie kommen wir denn jetzt... Ach so. Sie hoffen uns beim ersten Angriff zu vernichten, aber wir werden ihre Unkraft zu unserem Vorteil nutzen. Das wird ein Kampf werden. Springen Sie von über Wasser gelegenen Plattformen und drücken Sie in der Luft schnell rechte Maustaste, um zu tauchen, okay? Ich weiß nicht, ob das hier einen bestimmten Vorteil hat, ob da irgendwas unter Wasser ist. Aber wir gehen auf jeden Fall erstmal ins Grab. Gut, wir gehen nicht ins Grab, denn wir haben kein Drahtseil. Muss ich mir dann also merken. Na gut, okay, dann halt nicht. Ich grüße dich. Moin, Servus. Warum bist nur du markiert? Kann ich etwas für dich tun? Ich weiß, du hast zu tun. Wir wissen nicht, welche Rüstung die Eindringlinge tragen. Trinity wird bald hier sein. Es gibt noch ich viel. Weiß nicht, ob wir sie damit durchschlagen können. Aber ich möchte helfen. Lass mich zeigen, dass ich auf eurer Seite bin. Tut mir leid. Das ist keine leichte Zeit für uns. Ich sehe, dass du es gut meinst, aber guter Wille allein reicht hier nicht zum Überleben. Ich grüße sie. Nee, genau deswegen will ich doch diesen Trinity-Arschgeigen die Fresse polieren. Weil das reicht dann zum Überleben, oder nicht? Das ist doch der ganze Sinn dahinter. Das hat die noch nicht so ganz verstanden, glaube ich. Ruinenlager. Gott, kann ich mal größere Taschen irgendwie? Das ist alles zu wenig. Trinitys Anwesenheit. Die Leute, die darunter leiden. Es ist meine Schuld. Ich habe sie hergeführt. Gott, das passiert wieder, oder? Andere Leute leiden wegen meiner Taten. Nein, nein. Denk nicht so, Lara. Sonst wirst du noch verrückt. Trinity hätte diesen Ort früher oder später sowieso gefunden. Zumindest habe ich die Chance, ihnen zu helfen, die göttliche Quelle zuerst zu bekommen und sie zum Wohle der Welt statt für mehr Schmerz und Leid einzusetzen. Ich muss mich konzentrieren. Für jeden, der gestorben ist. Jeden, den ich verloren habe. Einfach weitermachen. Oder wir erhöhen mal die Menge von den künstlichen Herstellungsmitteln gleich auch noch, die wir da bekommen. Lara, ich könnte Hilfe brauchen. Unser Volk ist weit über das Tal verstreut. Wenn Sie das Signalfeuer entzünden, wissen Sie, dass Gefahr droht. Ich tue, was ich kann. Sobald das Feuer brennt, werden Sie wissen, was zu tun ist. Die haben doch schon ein Feuer entzündet. Wollen die jetzt noch eins? Ja, klar, okay. Why not? Ich habe mir schon gedacht, dass wir da hin müssen zum Turm. Das war zwar jetzt die ganze Zeit über nicht unser Einsatzziel, aber jetzt wird es unser Einsatzziel. Hä, klettert er hoch? Oder nicht? What the fuck? Hat sich gerade irgendwie schwer getan. Okay, irgendwie tut sie sich schwer. Irgendwie tut sie sich verdammt schwer. Da so richtig hochzukommen. Vielleicht ist das auch nicht gewollt. Ah. Scheint eine Art Karte zu sein. Aber ich kann den Text nicht entziffern. Ach so, Stufe 7. Ich glaube auch, oder? Das wird noch ein bisschen dauern. Ach, hier kann man einfach rein. Lol. Na dann. Gibt's hier irgendwas Interessantes? Ja. Eine Eisenmünze mit Einschnitt, die als simples Werkzeug diente. Wurden Nägel damit entfernt? So eine dumme Scheiße. Warum schwingst du denn an diesem Ast nicht? Der ist doch sogar markiert gewesen. Schwing doch einfach an diesem Ast. Lara, ich könnte Hilfe brauchen. Unser Volk ist weit über das Tal verstreut. Wenn Sie das Signalfeuer entzünden, wissen Sie, dass Gefahr droht. Ich tue, was ich kann. Sobald das Feuer brennt, werden Sie wissen, was zu tun ist. Warte, hier ist auch noch ein Grab?
Oder was? Oder wie? Ach ne, oder meinte er damit das Grab hier? Und hier ist noch... Nee, da ist noch eine? Ich dachte, die hätte ich gemacht. Na, wir müssen jetzt auch nicht jede einzelne verbündeten Mission, glaube ich. Das ist ein netter Bonus, ne? Und wir haben ja jetzt schon viele gemacht und ich mache wahrscheinlich auch noch mehr. Aber jetzt machen wir mal weiter hier. Okay. So, ne? Bestimmt. Ja. Wie gesagt, Ziel eines Let's Plays ist es gar nicht unbedingt immer 100% des Spiels zu zeigen. Ich meine, das ist von vielen Leuten wahrscheinlich doch das Ziel. Aber ich finde, man kann auch immer noch so ein bisschen den Zuschauern überlassen, sodass sie selber ein bisschen aus... Boah, Alter! Das ist ja wirklich kritisch hier. Dass sie selbst noch, ne, sich das Spiel... Dass sie Grund haben, sich das Spiel selber zu kaufen, selber nochmal zu spielen, selber nochmal ein bisschen was zu entdecken. Wie macht sie das überhaupt, an so einer steilen Wand sich nochmal so einen krassen Push zu geben? Wirklich an so einer geraden Wand. Es ist... Ich könnte das nicht. Nochmal so weit nach oben dann greifen, an so einer geraden Wand einfach. Bestimmt wegen der weißen Farbe. Da kann man sich bestimmt nochmal so ein bisschen abstützen. So, das wird ein Weitersprung, Lara. Gut. Und jetzt daran, ja, ne? Was ist das denn für ein Weg auf den Turm rauf? Gehen denn hier alle Leute, die normalerweise das Feuer entzünden, oder machen die das nur bei mir so? Ist das so eine Aufnahmeprüfung von denen? Damit sie wissen, dass ich würdig bin, zu ihnen zu gehören. Ah, Brandpfeile. Brandpfeile! Die Ölflasche ermöglicht die Herstellung von Feuerpfeilen. Feuerpfeile können Stoff, Sprengladungen und Feinde ohne Rüstung entzünden. Wählen Sie Feuerpfeile aus, indem Sie mehrmals eins drücken, bis das Feuersymbol erscheint. Zur Herstellung von Feuerpfeilen benötigen Sie Stoff, Öl und normale Pfeile. Ah, jetzt. Und jetzt könnte ich theoretisch Feuerpfeile herstellen, richtig? Dann kann ich wieder wechseln. Ich könnte mir auch mal wieder ein paar Giftpfeile herstellen, das stimmt eigentlich. Ich wechsle aber mal tatsächlich jetzt auf Feuerpfeile. Die sind natürlich dann gegen Gegner, gegen menschliche Gegner sehr, sehr effektiv. Ich bin noch gar nicht ganz oben, ne? Fällt mir gerade mal so auf. Das ist nur so ein kleiner Zwischenstopp hier. Ach Gott. Ach Gott. Eieiei. Das ist der Wahnsinn hier, ey. Würde ich niemals mitmachen, sowas. Würde ich sagen, nö, Leute. Sorry, aber nö. Ach so. Das soll ich jetzt... Ja, soll ich jetzt von... Ach nee, warte. Mit Link, mit mittlerer Maustaste, jetzt ist klar. Danke, Lara. Unsere Leute sind gewarnt. Es gibt ihnen Zeit für die Evakuierung. Wir treffen uns oben im Dorf. Ich sammle unsere Truppen hier. Okay. Öl können Sie Feuerpfeile und zerstören. Öl lässt sich nach Verbrauch wieder am selben Ort auffüllen. Okay. Achso, hier kann ich Öl nachfüllen, ja. Schwere Pistole. Hier ist irgendwo ein optionales. Wo denn? Oder meint er das? Es kann auch wirklich sein, dass er das meint, weil das einfach nah dran ist. Weil ein anderes sehe ich hier auf der Karte auch nicht.
Hallo, ja. Jacob, Helikopter sind unterwegs zu Ihnen. Kommen Sie so schnell wie möglich her! Hinter die Barrikaden! Schnell, schnell! Achtung! In Deckung bleiben! Rückzug! Bleibt zusammen! Jetzt geht's los, ja? Der große Kampf. Scheiße. Jungs, was macht ihr denn? Kämpft zurück. Wo ist die göttliche Quelle? Box aus! Stopp! Hören Sie sofort auf damit! Schieß ihm in den Kopf. Los. Wo ist sie? Schieß ihm in den Kopf. Halt! Diese Karte. Der Atlas. Sie zeigt Ihnen den Weg. Okay. Erzähl mir von diesem Atlas. Hey. Lol, er braucht gar keine Hilfe. Oh, er gibt mir die Pumpgun. Geil. Gibt's mir voll. Ich schätze, ich soll die jetzt mal auch einfach benutzen. Ich werde sie auch benutzen. Die one-shottet nämlich. Oh, hi. Auf die Gasflasche, ne? Wahrscheinlich. Zurück, sie gehört mir. Ich räuchere dich aus. Das Geld versucht das. Los. Das geht gleich hoch. Ja, geht der jetzt mal hoch oder nicht? Wie oft soll ich ihn dann noch aufballern? Jesus. Wir sind raus hier. Rückzug, alles im Startpunkt. Haben uns überrannt. Croft ist bei ihnen. Schwere Verluste. Männer sind tot oder verstreut. Ja! Wir hätten sie töten sollen. Du hast keine Ergebnisse vorzuweisen. Vielleicht schafft sie, woran du bisher scheiterst. Ich werde nicht scheitern. Trinity greift ein, wenn du es tust. Weißt du, was das heißt? Ich bin entbehrlich. Mein Überleben interessiert sie nicht. Ich brauche die Macht der Quelle. Und du wirst sie kriegen. Verlieh den Glauben nicht. Es ist Gottes Wille. Unser Erfolg ist unvermeidlich. Bitte, finde sie einfach. Mir läuft die Zeit davon. Man könnte so schön mit denen zusammenarbeiten, wenn es nicht so eine Arschgeigen wären. Wir sind so weit. Ich habe viel erduldet. Die letzten Hindernisse, vor die du mich gestellt hast. Die Sünden, die ich begehen musste. Sie müssen einen Sinn haben. Nur du kannst mir den Weg zeigen. Gib mir Kraft, weiterzumachen. Für sie. Für dich. Für Trinity. Bitte. Zeig mir den Weg. The fuck? Dann fließt also Blut. Thank you.
Bleib bei mir. Bleib bei mir. Tut mir leid. Das haben Ihre Leute nicht verdient. Wir haben es so gewählt. Unseren Weg. Es war noch nie einfach. Ich weiß, wie es ist, jemanden zu verlieren. Trinity wird nicht aufhören, oder? Das bezweifle ich. Die haben viele Ressourcen. Und der Atlas? Er ist eine antike Karte der alten Stadt. Aber die werden ihn nicht im Turm finden. Viele meiner Leute leben in diesen Ruinen. Sie sind nicht auf das vorbereitet, was kommt. Ich kann helfen, Jacob. Tun Sie das für uns? Oder für das, was Sie suchen? Im Moment ist das ein und dasselbe. Sobald ich die Verletzten versorgt habe, bringe ich Verstärkung mit. Dran, Jacob. Der Angriff hat alles verwüstet und wir können niemanden zur Akropolis schicken. Brauchen Sie irgendwas? Wir schaffen es schon. Wir müssen Sie in Sicherheit bringen. Hauptsache, ich helfe. Egal aus welchem Motiv. Wobei ich mittlerweile wirklich den Leuten hier eher helfen möchte. Einfach nur, um Trinity zu zeigen. Und weil die Leute hier es natürlich wirklich nicht verdient haben. Wunde betreiben. Ich kann nicht dazwischen. Ein Teil fehlt uns nur noch, dann haben wir das Repetiergewehr. Wie soll ich denn da jetzt rüberkommen? Kann ich da einfach überspringen oder wie ist das? Also so zumindest schon mal nicht. Das ist doch jetzt das Grab. Warte mal. Nee, das ist nicht das Grab. Ein Grab befindet sich irgendwie... Also da geht's weiter und ein Grab befindet sich aber irgendwie da hinten. Ja, da ist ein Grab. Mal gucken, ob wir da tatsächlich rein können. Sieht so aus. Das sieht gut aus. Ich muss irgendwie darüber kommen. Vielleicht mit einem Seil. Das war jetzt nicht so krass schwer zu sehen. Die Wege aber auch, bis du mal so ein Grab gefunden hast, ne? Aber holy shit, wie geil das dann aber auch aussieht. Eine Art Begräbniskammer. Wait a second. Ein silberner Korb. Er sollte wohl zur Dekoration dienen, aber niemand hat ihn als Getreidekorb benutzt. Hier ist ein Lagerfeuer. Großartig. Wow. Katakombe des heiligen Gewässer. Cool. Wir können nochmal einen Fähigkeitspunkt ausgeben. Definitiv hier intuitiv fehlen. So, wir können die Schrotze oder auch unsere... Die
Pistole upgraden. Wir graden mal die Pistole ab. Die benutze ich sehr, sehr gerne, wisst ihr ja. Gut, dann Dankeschön fürs Einschalten und die Katakombe des Gewässers machen wir im nächsten Part. Also wieder einschalten, bis dahin und ciao.